Dass ich fürs Showbusiness geboren bin, das ist jedem klar und sollte jedem klar sein. Verkaufen tue ich mich nicht, ich bin so, wie ich bin. Ich bin eine sehr, sehr selbstbewusste und starke Frau. Die Schierste bin ich auch nicht. Was sucht ein so schönes Mädchen in der dreckigen Musikszene? Und da habe ich einfach klar gesagt, ja, Model-Business ist nicht besser. Nur eine kann Austria's Next Topmodel werden. Sanela, wie sehr hast du diesen Spruch vermisst? Um ehrlich zu sein, gar nicht. Nein, also ich möchte sagen, dass das eine Zeit für sich war und ich schätze die Zeit und ich würde sie auch wieder wiederholen. Diesen Satz würde ich nicht gern noch einmal hören, weil es einfach dieses Nervenkitzel, kommst weiter oder kommst nicht weiter. Und das habe ich also jetzt in der Empfindung und in meinem Alter jetzt so gar nicht mehr nötig. Gut, du bist es aber dann im Endeffekt nicht geworden, Austria's Next Topmodel. Du warst eine der Kandidatinnen. Was hat sich aber seitdem getan? Also ich habe den zweiten Platz insgesamt gemacht. Ich habe bei den Frauen gewonnen und der Oliver hat in der ganzen Staffel halt den ersten Platz gemacht. Ja, es ist sehr viel passiert. Ich habe in dem Bereich weitergearbeitet, habe auch in Hamburg gewohnt und die ganze Welt bereist und habe dann eben entschlossen, dass ich umsteige und das mache, was ich machen möchte und was ich eigentlich lebe. Und das ist ja eigentlich alles ein bisschen verbunden und das war und ist die Musik. Aber es ist ja trotzdem so ein Bam, ein 180-Grad-Wandel eigentlich, weil hier bist du die Schöne und du musst da posen und musst dort posen und jetzt auf einmal hier kommt die Sanela, die wahre Sanela, bist dann komplett ins Musikbusiness eingestiegen und dann auch noch am Balkan, also die Schlangengrube schlechthin. Ja, es kommt ja dazu, dass ich auch eine Vorgeschichte habe. Dass ich fürs Showbusiness geboren bin, das ist jedem klar und sollte jedem klar sein, das ist einfach so. Ich bin 1,80 Meter, die Schierste bin ich auch nicht. Ich habe Gott sei Dank gute Gene mitbekommen von meinen Eltern. Wenn ich in einen Raum reinkomme, ich bin da. Was die Musik betrifft, ich bin ein sehr musikalischer Mensch, was die meisten ja nicht wissen. Und habe das eigentlich auch so durchzogen und habe mir professionelle Meinung geholt, ob ich überhaupt, jetzt was das Musikalische betrifft, ob das einen Sinn macht. Derjenige, der was mir die Chance gegeben hat, war einer der bekanntesten oder ist einer der bekanntesten Sänger am Balkan, das ist Rasta. Und seine erste Nachricht an mich war, wo ich ihm geschrieben habe, sucht ein so schönes Mädchen wie du in der Musikszene, in der dreckigen Musikszene. Mhm. Und da habe ich einfach klar gesagt, ja, Model-Business ist nicht besser. Nur im Model-Business bin ich nicht mein eigener Chef. Im Model-Business konkurriere ich gegen 300 Mädels und habe immer Angstzustände, Gewichtsprobleme. Ich war einfach nur, ich wollte nicht mehr hungrig sein. Und ich bin vom Balkan, ich habe halt Hüften, ich habe halt einen großen Appetit. Und Gelüste natürlich. Ja, und wenn die Sarma am Tisch ist, dann möchte ich sie genau. auch essen. Genau. Und das war halt als Model nicht so. Und da hast du oft hungern müssen, weil du Konkurrentinnen hast, was mit Size Zero geboren sind, weil sie so ihr Körperbau ist. Ich war das nie. Und außerdem im Musikbusiness bin ich irgendwo mein eigener Chef, weil ich kann nichts unterschreiben, was ich nicht selber produziere, singe oder sonst irgendwas. Und dann hat er mich eingeladen und ich habe dazu mal auch kein Wort Jugo gesprochen. Aber du bist nicht zweisprachig aufgewachsen? Doch, es war so, ich bin ja am Land aufgewachsen. Ich bin in Innsbruck aufgewachsen, aber am Land, in einem Dorf, in Götzens. Mhm. Ich war dazu mal in meiner Schule die einzige Bosnierin. Meine Mama hat zwar mit mir zu Hause Bosnisch gesprochen, aber das war für mich so, ja, okay. Und sie hat uns zweisprachig erzogen, nur damit wir es nicht verlernen wegen der Oma oder wenn wir in Bosnien sind, dass wir uns verständigen können. Nur mit dem Alter entwickelst du so eine Schamgefühl, ja, genau. Ja. Ja, und dann war das so, dass er halt das mit der Sprache angebracht hat und dann habe ich gesagt, ja, okay, gib mir Zeit, dass ich es lerne. Und das er hat gesagt, 3 Monate. Und dann bin ich nach Hause und das klingt jetzt so blöd, weil es auch momentan ein großes Thema in Serbien ist, beziehungsweise am Balkan wegen diesen Reality-Shows. Und ich habe mir dann hier in Wien den Kanal Pink gekauft, damit die Sadruga höre, wie sie... Wie sie miteinander schimpfen, ja, wie sie sich beschimpfen, schlagen und so. Bei mir ist es so, ich lerne eine Sprache relativ schnell, wenn ich die ganze Zeit die höre. Ja. Und habe natürlich Bücher gelesen, aber das war für mich so, ich höre die ganze Zeit, wie sie reden. Und dann habe ich auch so mitgesprochen, habe mit mir selber gesprochen und so habe ich es gelernt. Dein Stempel ist auf jeden Fall ganz klar
die Optik, aber auch natürlich die Musikrichtung, für die du dich entschieden hast. Reggaeton ist das ja nicht wirklich. Es ist so eine Mischung zwischen Trap, ja, Trap, Rap, Pop. In der Musikszene jetzt, wie wir sie momentan hören und führen, gibt es keine Richtung. Es ist alles gemischt. Und ich finde auch, dass das auch eine positive Sache ist, weil warum soll ich nicht fünf Sachen in ein Lied packen? Mit der Musikrichtung lehnst du dich aber ganz klar auch an schon bestehende Sänger ran. Also es gibt ja zum Beispiel auch Nicolia. Ja. Und ich habe jetzt auch ein bisschen so recherchiert, natürlich, wenn du zugesagt hast, da muss ich auch ein bisschen mich vorbereiten. Du wirst auch sehr oft auch optisch verglichen mit ihr. Ja. Nicht nur musiktechnisch. Tut dir das gut? Gefällt dir das? Oder sagst du eher, was wollt ihr von mir, Bitches? Also bei mir, also von den Vergleichungen her ist es Nicolia oder Senida. Mhm. Also die zwei sind so, wo alle sagen, wow, das ist Senida 2 oder das ist Nicolia 2. Oder die ähneln sich, aber jetzt nicht im negativen Kontext, sondern eigentlich im positiven. Für mich, das ist ja das Nächste, das ist ein großes Kompliment. Nicolia, langjährige Karriere, erste Trap Queen am Balkan. Nicolia ist aber auch, das wird sie auch sicher hören und sehen und mich danach fragen. Nicolia ist eigentlich ein Vorbild von mir gewesen, was das Musikalische angeht und ist sie immer noch, weil sie einfach diese Musik macht, was sie privat hört, was sie feiert. Und im privaten Leben bin ich ja mit ihr auch befreundet. Und sie ist eine der wenigen Menschen in der Musikszene, was mir von Herzen her, das sieht man vielleicht nach außen nicht so und soll auch nicht so sein, aber sie ist eine der wenigen Menschen, was mir von Herzen her sehr viel geholfen hat und immer noch so Tipps gibt. Du hast ja vor ein paar Wochen deine neue Single released, Robinja. Ja, da geht's um eine... Oder ist es deine Geschichte? Ja, weil bei mir die Männer denken oder Männer dazu neigen, dass sie mich so, ja, Robinja, dass sie mich so sehen. Und ich bin halt alles außer das. Aber verkaufst du dich vielleicht so? Gar nicht. Ich verkaufe mich nicht, sondern ich bin eine sehr, sehr selbstbewusste und starke Frau. Mhm. Und Männer neigen dazu, selbstbewusste und starke Frauen sehr gerne irgendwie dämpfen zu wollen, weil sie mit der Stärke nicht umgehen können. Und das trifft es eher zu. Verkaufen tue ich mich nicht. Ich bin so, wie ich bin. Du erzählst doch immer wieder, dass du mit gewissen Vorurteilen konfrontiert bist. Das reicht eben von Kaltherzigkeit bis Arroganz. Woher denkst du, kommt dieses Denken? Boah, das klingt vielleicht jetzt auch nicht so gut, wenn ich das sage. Aber ich finde, Menschen, was selber so kein Selbstbewusstsein haben und was gerne in fremden Menschenleben herumstochern, die haben Vorurteile. Und dass eine Frau wie ich, was selbstbewusst ist und weiß, was sie will und was sie macht, das soll kein Vorurteil sein, sie ist arrogant oder sonst was, sondern Menschen kommen mit starken Persönlichkeiten nicht klar. Ich bin ja nicht arrogant, dass meine Fassade oder meine Mimik und Gestik so ist, das so bin ich. Ich glaube da einfach jetzt durch die Jahre habe ich bemerkt, dass die Menschen mit starken Persönlichkeiten nicht umgehen können. Wie viele Beziehungen sind gescheitert, weil du eben so eine starke Frau bist? Es hat nicht an dem gescheitert. Da hat es an dem gescheitert, weil ich das nicht mehr wollte. Du gibst dich oft auch in den Clips und Videos als die sexy Dobra Riba, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen. Wer ist Sanela, wenn man hinter diese Fassade schaut? Genau die gleiche. Wirklich? Ja, genau die gleiche. Ich erlebe oft, dass die Künstler zwei Arten haben, privat und beruflich. Mhm. Aber ich bin privat wie beruflich eigentlich der gleiche Charakter. Deine Eltern kommen ja ursprünglich aus Bosnien. Mhm. Wo genau? Also, mein Papa ist Bihać und die Mama ist aus Dubica. Wie oft bist du noch unten? Oder wie viel Kontakt habt ihr noch? Durch meine ganze Berufskarriere, was ich ja jetzt habe, lebe in Belgrad und lebe in Wien. Nach Bosnien fahre ich eigentlich eh auch jedes Jahr und ich liebe auch Bosnien. Also ich liebe generell den Balkan, ich liebe unsere Mentalität, ich liebe alles, ich liebe das Leben, unser Essen, ich liebe unsere Art, wie wir denken zu leben. Also ich liebe das alles, das fehlt mir schon sehr. Wenn ich in Belgrad bin, ich weiß nicht, ob ich überhaupt in einer Woche 3 Stunden Schlaf bekomme. Weil alles spielt sich in der nächsten Party? Nein, gar nicht. Also ich selber gehe gar nicht von Party zu Party. Entweder es ist mit der Arbeit verbunden oder
Aber du sitzt im Studio, du produzierst. Uns fehlt hier in Wien einfach die Leichtigkeit. Ich gehe zu meiner Freundin, ich muss da keinen Termin ausmachen, mit meiner Freundin auf einen Café gehen. Ich sage, Gucci, ja, ich bin da. Ich läute einfach. Mhm. Oder umgekehrt. Ich mache mir hier mit Freunden einen Termin aus, wenn ich mit denen auf einen Café gehe. Wir haben diese Gastfreundschaftlichkeit hier nicht. Das, du bist in Wien eigentlich sehr alleine. Du bist jetzt quasi dabei, wirklich musikalisch Fuß zu fassen am Balkan. Ja. Next Step ist dann Vertrag bei Raf Camora und dann deutschsprachig wieder, oder wie schaut's aus? Also das fragen mich so viele, ob ich irgendwann einmal vorhabe, was deutschsprachig zu machen. Ja, ich werde definitiv einmal was deutschsprachiges machen, aber in Verbindung mit Balkan. Also ich werde nicht ein ganzes Lied, man möchte sagen nie, weil wer weiß, vielleicht ist das mein Weg, aber es wird was kommen auf jeden Fall. Ob das mit Raf ist, ich glaube, Raf hat seine Karriere gut besiegelt und hat bewiesen, dass das auch möglich ist, grundsätzlich. Ja, und auch eigentlich ein gutes, großes Vorbild, muss man auch sagen. Man, den haben ja auch jahrelang die Leute hier nicht so wahrgenommen. Und deswegen respektiere ich das Ganze, was er wirklich gemacht hat. Das ist ein Wahnsinn. Und ja, du, es kommt alles so, wie es kommen soll. Ich kann dir nur David Schlummo empfehlen. Ist ein Jugos, ist Songwriter, hat für Mattea und Mark Forster die größten Hits geschrieben. Stimmt, das habe ich gehört. Und er möchte jetzt auch mehr in die Balkanszene gehen. Also vielleicht findet ihr euch da. Wirklich? Ja? Na, soll er sich bei mir melden. Gib dir die Nummer. Ja, gerne. Danke fürs Kommen auf jeden Fall, Sanella. Danke, es war extrem dir für das Gespräch. Nett, dich auch so mal kennenzulernen. Weil Großteil, glaube ich, kennt dich dann tatsächlich nur aus dem Fernsehen, durch deine Songs, wo du halt doch diese starke Frau bist. Aber und du diese musst aber Frau, zugeben, dass diese starke Frau auch sehr sympathisch ist. Genau. Ja? Ja? Die 50 Euro hätte ich danach gerne. Kriegst du uns an. Danke fürs Kommen. Bitte gerne.